Herzlich willkommen zum ersten Podcast Deutschland und Peru, der Menschen interviewt mit einem Business oder die sonst eine Liebe und Nähe zu Peru haben. Herzlich willkommen, egal wo du zuschaust, zuhörst, ob in Deutschland, Peru oder sonst wo auf der Welt. Solltest du nicht zuschauen können, sondern zuhören, dann findest du diesen Podcast natürlich auf iTunes sowie auf Spotify und beim Zuschauen herzlich eingeladen, den in YouTube anzuschauen. Und wenn es dir gefällt, gib mir ein Like und vor allem denk daran, teilen macht Freude und Freunde. Also bring diesen Podcast andere Menschen nahe, damit die Community Peru in Deutschland weiter wächst. Mein heutiger Gast ist Ruben Romero, hat viele Talente. Er wohnt in Peru, hat einen Schweizer Pass, war in Deutschland in der Schule, lebt in Paris, ist sozusagen Filmemacher, sage ich mal, für Documentales. Sehr vielseitig und hat ein großes Herz für den Kaffee für Peru und für die Region Chanchamayo. Und hier weiß er, welches Potenzial in Peru ist. Und er trägt dazu bei, dass dieses Kaffeepotenzial auch nach Deutschland kommt, in einer Qualität und einer Wahrnehmung, wie es wahrscheinlich noch nie da gewesen war. Meine ersten Monate in Deutschland waren ziemlich komisch, als die Leute fragten, woher kommst du? Ich beantwortete immer, ich komme aus Peru. Natürlich, alle dachten gleich an Lamas, Inkas, Machu Picchu. Dann musste ich erklären, dass ich aus dem Urwald kam. Was? Bist du ein Indianer? Habt ihr Elektrizität? Laufst du nackt in den Dschungel? Ich habe viele Zeit verbracht, um die Leute zu erklären, dass ich keine Affen esse und so weiter und so weiter und so weiter. Aber dann habe ich auch bemerkt, dass viele von meinen Freunden heißen wie die Deutsche. Zum Beispiel mein Freund Michael Köhler oder der andere Freund Luis Ebermann oder meine Freundin Luisa Hassinger und meine älteste Freund Christian Dinkler. Außerdem gibt es auch Familien wie die Meiser Chang und auch die Köhler Jepp. Das bedeutet, dass in unserer kleinen Stadt gab es Deutsche, aber auch Chinesen, Italiener, Franzosen und Japaner. Dann fragte ich mich, warum kamen alle diese Leute zu uns in den Amazon-Gebiet? Diese Geschichte beginnt nach der zweiten industriellen Revolution. Es gab viel Armut in Europa und die Leute suchten überall Arbeit. Ab 1850 gab es viele Familien, die aus Italien, Deutschland und China nach Peru eingewandert sind. Wenige gingen nach Chanchamayo, aber die meisten Deutschen ließen sich in Pozuzo und Oxapampa nieder. Die Geschichte von Oxapampa und Pozuzo ist sehr bekannt, aber es ist nicht die einzige. Die deutsche Kolonie von Chanchamayo ist nicht groß. Viele sind schon weg und leider gibt es kein Buch, das diese Geschichte erzählt. Zwischen 1870 und 1920 gab es eine zweite und eine dritte Migrationswelle nach Chanchamayo. Meine Freunde sind das Resultat. Ihr Vorfahren haben wie tausende andere Migranten entschieden, Deutschland zu verlassen, um ein neues Heimat zu finden. Was haben die gemacht in Peru? Sie haben die Kaffeeplantagen angefangen. Sie haben bemerkt, dass Kaffee ein gutes Geschäft war. Aber diese Deutschen haben sich auch an die Natur interessiert, zum Beispiel auf botanischen und wissenschaftlichen Gebieten. Die Region hat viele und sehr interessante Studienquellen, natürliche Ressourcen und touristische Attraktionen. Diese deutschen Migranten waren die ersten, die die Eigenschaften von Heilpflanzen, wie zum Beispiel der Katzenkralle, studierten. Dank der Fragen der Deutschen konnte ich eine Geschichte des Zusammenlebens, der Toleranz und des Unternehmens finden. In den Fotobibliotheken der Chanchamayo-Familien findet sich einen Beweis für die Freundschaft zwischen Peru und Deutschland mit einem Geschmack von Kaffee. Herzlich willkommen, Ruben, in diesem Podcast. Vielen Dank, Holger, und ich begrüße euch alle, die Zuschauer, alle Leute, die uns sehen, und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ja. Ruben, woher kommt deine Nähe zu Deutschland? Ich war einer, der die Mauer kaputt gemacht hat. Ich bin ein bisschen stolz. Ich war in einem Gymnasium in Hannover,
in der Nähe von Hannover, das heißt in Petershagen, in Minden. Und ich habe einen Austausch gemacht. Es war 1990. Ich war ein ganzes Jahr und ich musste Deutsch ziemlich schnell lernen. Und ich in 3 Monaten habe ich ein bisschen Deutsch gelernt und dann habe ich habe eine große Liebe mit der deutschen Sprache. Ich liebe sehr Deutsch sprechen. Sehr schön, ja. Und woher kommst du aus Peru? Aus welchem Bereich, aus welcher Region, Departamento, Provincia? Ich bin aus Junín. Ich komme aus Chanchamayo. Chanchamayo ist der Anfang von dem Amazon-Gebiet und wir produzieren Kaffee, wir sind sehr stolz. Wir nennen uns selber das Kapital von Kaffeekultur in Peru und wir produzieren Kaffee seit 1870. Ja, seit 1870. Chanchamayo, jeder, der Peru kennt, schätzt die Qualität des Kaffees aus der Region. Wer Peru noch nicht kennt, der ist herzlich eingeladen, die Qualität des Kaffees persönlich kennenzulernen und diesen Geschmack zu erleben. Jetzt ist Chanchamayo 1870, startet das mit dem Kaffee. Wie bist du zum Kaffee gekommen? Ich bin aufgewachsen mitten in all diesen Plantagen und natürlich habe ich nie bemerkt, das Potenzial. Kaffee war für uns wie die Sonne, war wie das Wetter, das war natürlich, das war selbstverständlich. Als ich angefangen habe, in Montreal zu arbeiten, einmal ging ich in einen Laden und hatten Kaffee aus Chanchamayo. Und dann fragte ich mich, wieso habt ihr Kaffee aus Chanchamayo? Und dann hab diese Person mich erzählt, ich war in Chanchamayo, es ist ein super Kaffee, ich habe alles probiert, ich bin verliebt in diesem Kaffee. Und dann habe ich bemerkt, dass wir pflegen nicht zu schätzen, was wir für natürlich hätten. Das heißt, die Temperatur, die Sonne, das Wetter ist so natürlich für uns, dass für uns ist, es ist gar nicht, es ist gar nicht, es ist gar kein Schatz. Nachher habe ich angefangen zu lernen. Als ich 45 Jahre alt geworden bin, habe ich mich wirklich interessiert. Wie macht man das Kaffee? Wie produziert man das? Und dann habe ich entdeckt, nicht nur das ganze Prozess, sonst ich habe auch die Geschichte kennengelernt. Ich habe entdeckt eine schöne Geschichte, die ziemlich authentisch ist. Und dann habe ich mit dem Kaffee angefangen, einen Film zu planen, eine Ausstellung zu planen. Und dann habe ich Holger kennengelernt. Und dann habe ich Holger meine Geschichte erzählt. Ja, du hast Großes vor mit dem Kaffee aus Chanchamayo für Deutschland, hier in Deutschland zu beginnen. Erzähl uns mehr darüber. Was hast du vor? Was ist deine Vision? Ich glaube, ein Kaffee, einen guten Kaffee gibt es überall. Man kann das in Äthiopien finden, das kann man auch in Brasilien, in Vietnam, Kolumbien finden. Aber ein Kaffee mit einer Schuhnichte, deine Biodiversität wie die peruanische Landschaft, es ist selten zu finden. Ich glaube, was steckt hinter jeder Tasse von peruanischen Kaffee, steckt eine schöne Geschichte. Und das hat mit Deutschland zu tun. Die ersten Fincas, die ersten Plantagen in Peru waren, es waren die Deutschen und die Franzosen, die diese Geschichte angefangen haben. Es waren die Deutschen, die Erste, die Mut hatten, Kaffee zu produzieren und zu exportieren auch, zusammen mit den Franzosen. Nachher ungefähr
sagen wir mal 1880, 85 sind die Italiener, die das genommen haben. Aber seit dem Anfang da bin ich sicher, waren Deutsche und Franzosen in Chiang Mai. Ja, sehr, sehr schön. Und was können wir aus der Geschichte mitnehmen heute? Was können wir daraus lernen, beziehungsweise was können wir daraus tun? Wie können wir sozusagen peruanische Kaffeebauern in Chanchamayo und deutsche Konsumenten zusammenbringen? Natürlich, Deutschland ist, als die Deutschen sind, die lieben Kaffee, Küchen, das gehört natürlich zu jedem Sonntag. Man kann nicht einen Sonntag haben, sonst Kaffee und Küchen. Und ich glaube, eine gute Möglichkeit, unser peruanisches Kaffee zu präsentieren, zu zeigen, ist, wenn man die Deutsche diese Geschichte erzählt, weil es ist vielleicht die einzige, das, es ist ziemlich, es ist nicht, es gibt nicht viele Beispiele von ein Land, die ein neues Heimat offeriert hat. In diesem Fall, die peruanische Regierung hat die Möglichkeit gegeben, auf viele Deutsche, Franzosen, Italiener eine neue Heimat zu finden im Amazon-Gebiet. Ich glaube, wenn die Deutschen entdecken könnten, die eine Ausstellung von Bildern, die zeigen würden, wie der ganze Prozess war, ich glaube, die würden einen Link finden zwischen Peru und Deutschland. Es ist etwas, denn man kennt das nicht, noch nicht. Es ist eine Geschichte, die noch nie erzählt wurde. Es gibt auch dieses Link zwischen die Deutsche und die Leute, die aus einer deutschen Familie stammen, die heute in Deutschland wohnen. Es gibt viele Leute aus Chanchamayo, die heute in Berlin wohnen. Und es gibt viele Leute aus Chanchamayo, die in München leben. Das heißt, die sind zurückgegangen und die sind halbe Peruaner, halbe Deutsche und die sind in Urban ge geboren. Es ist wie eine Hin- und Zurückreise. Und du kennst viele der Menschen, ich habe verstanden, du hast Kontakte zu Menschen, die noch Bilder haben aus dieser Zeit, als die Deutschen und Franzosen begannen, Kaffee anzubauen, die auch noch Geschichten erzählen können, die sie erfahren haben. Erzähl darüber etwas mehr, Ruben. Es gibt zum Beispiel eine Fotothek, die italienische Fotothek, die japanische Fotothek. Die Familien haben gefunden, plötzlich, bei Zufall, die haben irgendetwas gefunden und dann haben die entdeckt, dass es Bilder gab. Wir haben eine Sammlung von mehr als 500 Bilder. Und man kann sehen, wie die Deutsche mit den Franzosen, mit den Italienern zusammen essen gehen. Man kann sehen, die Ashanikas, das sind die originale Tribus aus der Amazonie. Man kann die alles zusammen sehen, wie die zusammenarbeiten, wie die in den Plantagen zusammenarbeiten. Dann es geht nicht nur um Bilder, es geht und eine Beweise, dass man zusammenleben kann. Es ist eine schöne Geschichte. Es ist der Urkundschaft. Sagen mal wieder zu erzählen, wie die große die Großkino. Wie sagt man das? Entschuldigung, Holger, dann wirst du. Holger? Ja. Hallo? Hallo, Holger? ja. Ja, eine Geschichte zu erzählen, ja.
Ja, ich hatte einen Anruf und dann war ich. Es gab zum Beispiel, ich habe jetzt ich habe mit jemandem auf dem Botanischen Garten von Berlin gesprochen. Ja. Es ist Eugene Koll, der ziemlich bekannt ist, weil er hat der erste Invasion von medizinischen Pflanzen geschrieben. Und die Vorfahren von Köhler sind jetzt in Berlin. Es gibt einen Freund von mir, der heißt Richard Köhler, und sein Großeltern war Franz Eugen Köhler. Der Arbeit von Köhler, von Franz Eugen Köhler, ist auf demselben Leben wie alle Werke von Newton. Und er hat das alles in Chanchamayo geschrieben. Also ein Deutscher, der in So, Chanchamayo war, hat wissenschaftliche Geschichte geschrieben. Und diese Geschichte ist noch nicht natürlich. erzählt worden der ganzen Welt. Nicht richtig. Genau. Ja, und das möchtest du Dann jetzt gibt es tun. eine, genau, ich würde das gerne tun. Ich würde gerne eine Ausstellung machen mit einer, ich würde gerne natürlich nicht nur die Geschichte mit all diesen Bildern, Video und Dokumentarfilmen zeigen. Ich würde auch das Café zeigen. Ich würde mit den SK, der Specialty Coffee Association, eine Degustation machen. Und Ja. dann würden wir zeigen die Qualität und die Geschichte auch. Ja. Was kann der peruanische Kaffee, was kann die peruanischen Kaffeebauern oder was kann Peru als solches noch tun, um sein Kaffee noch besser zu positionieren, noch für den Händlern, für den Konsumenten noch anfassbarer zu machen? Also andere Länder habe ich verstanden, wie Nicaragua, die haben dort ein System entwickelt, das Peru noch nicht hat. Erzähl mal mehr darüber. Was kann Peru noch tun? Ich glaube, wir sollten mehr der Ursprung arbeiten. Wir müssen zeigen, dass unsere Biodiversität nicht nur die Landschaft ist, sondern sind auch die Arbeiter, die Bauern. Die Bauern haben ein Know-how, ein Savoir-faire, die mehr als 100 Jahre alt ist. Wir müssen das zeigen. Und wir müssen arbeiten, jedes Café soll mit einer Traceability kommen. Jedes Café sollte, wie mit bei Wein, ein Bordeaux, un Bordeaux, c'est un Bordeaux, c'est pas un Beaujolais. Wir sollten Wein wie Kaffee zeigen. Wir sollten alle Diversitäten präsentieren. Das müssen wir machen, sonst verlieren wir ein großes Markt. Ja, das heißt also, durch die Einzigartigkeit des Cafés Perus aus der Region Chanchamayo, die Einzigartigkeit herauszuheben, indem man ihm eine Geschichte gibt und Qualitätsstandard gibt. Also so etwas wie ganz besondere Weine, die auch eine Geschichte sozusagen erzählen und eine Geschichte haben in sich. Natürlich, vor 20 Jahren, die Spanier haben Champagne, die haben offiziell Champagne. Die Franzosen haben reagiert, die haben gesagt, nein, Champagne, das gehört zu einer Region, die Champagne heißt. Und dann haben die aufgehört, Champagne zu offiziell. Heute heißt es etwas anderes, aber nicht Champagne. In Deutschland, man kann nicht Champagne, man sollte Sekt offerieren. Wir haben das nie gemacht. Unser Land hat das nie gemacht. Mit Kartoffeln, mit Mager, nichts. Kakao, Tomate sollte eine Denomination der Origin haben. Wir haben das nie
gemacht. Und ich glaube, wir sollten das, wir sollten das tun, und wir sollten das immer, wir sollten alle Produkte zeigen mit einer Geschichte. Kultur und Produkt gehören zusammen. Man Ja. kann nicht etwas offerieren, wenn wir keinen Hintergrund zeigen. Also Kultur und Produkt gehören zusammen. Natürlich, es ist ein Hintergrund. Die Kartoffeln hatten eine Umgebung. Die Kartoffeln gehören zu einer besonderen Art, einer besonderen Gesellschaft. Und wir haben das vergessen. Wir sind so konzentriert auf die Marca Peru, Marca Peru, Marca Peru. Aber wir haben vergessen, dass Peru heißt auch 5000 Jahre von Zivilisation. Wir sind die dritte älteste Zivilisation auf dieser Welt. Und das haben wir einfach vergessen. Ja, da Caral lässt grüßen. Wer weiß schon, wo Caral liegt? Wer war schon dort im Vergleich zu Machu Picchu oder zu Kuala? Ist Caral eher ein bisschen abseits? Ja. 5000-jährige Genau. Kultur. Ja, und Kaffee ist Teil Perus und wurde auch mitentwickelt und angebaut von Deutschen und nun kommt diese Geschichte zurück nach Deutschland. Was hast du vor? Welche Aktivität soll passieren, Ruben? Wir werden in Paris mit Promperú die Peruvian Coffee Week machen. Wir werden alle diese wunderschöne Varietät von Kaffee zeigen mit Spezialisten, Baristas, Toasters, etc. Und ich würde gerne auch dasselbe machen in Deutschland. Ich würde gerne, nicht nur in Deutschland, ich würde gerne das auch in Tokio machen. Warum? Weil nachdem die Deutschen und die Franzosen alles gelassen haben, sind die Italiener, die das weiterentwickelt haben, sind die Chinesen und die Japaner gekommen. Das heißt, wir haben fünf Potenz. Wir haben fünf wichtigste, sagen wir mal, fünf ziemlich wichtige Ökonomien, die teilnahmen auf diese Entwicklung. Ich würde gerne eine Ausstellung in Deutschland machen. Ich würde gerne diese Verbindungen zwischen Deutschland und Peru zeigen. Ich würde das gerne auch tun in Tokio. Warum nicht in Beijing? Warum nicht in Rom, in Milano? Also eine Peruvian Coffee Week in Deutschland beispielsweise mit der Besonderheit, dass jeder Café aus Chanchamayo eine Geschichte hat, Wurzeln hat, die zurückgehend auf Deutschland, jetzt in dem Beispiel. Natürlich, es gab Flüsse, die einen deutschen Namen hatten. Es gab Fincas, die einen deutschen Namen hatten. Und wir haben das vergessen. Einmal war Chanchamayo der Heimat für alle diese Leute, die eine Heimat brauchten. Das haben wir vergessen, und das sollten wir uns nützlich sein, damit wir diese Freundschaft zwischen Peru und in Deutschland wieder erneuern könnten. Sehr Wie schön. ein Ave Phoenix. Ja, sehr schön. Wie bist du denn am besten erreichbar? Wie sind deine Kontaktdaten, Ruben? Ich werde es so sagen. 2007 habe ich Europa Latina gemacht. Das war eine Fernsehsendung. Ich habe bemerkt, dass die Latinos, egal Salsa, Mojito und so weiter war. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen uns vorstellen, wie Leute, die auch in Kunst interessiert sind. Wir können auch über Wirtschaft reden, wir könnten auch über Science und so weiter Artikel oder Reportagen entwickeln. Und dann haben wir Europa Latina gemacht.
Als wir Europa Latina machten, haben wir eine Website gemacht. Wir sind ziemlich aktiv überall. Und ich glaube, durch Europa Latina, die könnten uns auch finden. Und natürlich haben wir auch eine E-Mail-Adresse und Telefon und so weiter. Ich glaube, du wirst das auch zeigen. Genau. Ich teile das in den Show Notes mit über Europa Latina. Ist der Eingangskanal. Vielleicht magst du noch mal die, hast du die Adresse der Webpage für alle, die zuhören, die jetzt nicht zuschauen können? www.europalatina.fr. Okay, wunderbar. www.europalatina.fr. Dort gibt es alle Kontaktdaten. Natürlich kommen die Daten auch hier in die Shownotes. Wer das nochmal nachlesen möchte, in YouTube, in Spotify oder auch in iTunes oder auch in anderen Kanälen, kann dann die Kontaktdaten von Ruben finden. Sehr schön, Ruben. Dann kommen wir zum Ende. Gibt es am Ende noch eine besondere Botschaft, die du teilen möchtest? Möchtest du noch eine Unmensache geben? Und meine Sache. Ich glaube, dass durch alle diese kulturellen Initiativen, wir sollten auch mehr schätzen unsere Qualität als binational. Wir sind, du und ich zum Beispiel, du hast eine Familie, die zweisprachige ist. Meine Familie auch. Ich spreche Französisch und Spanisch mit meinem Sohn. Das heißt, wir müssen viel mehr das entwickeln. Nicht nur auf einer Familienebene, weil wir geben ziemlich viel auf diese Gesellschaft, europäische Gesellschaft und auch unsere peruanische Gesellschaft. Ich glaube, wir sind die Familie von der Zukunft. Und wir sollten das mehr schätzen. Sehr schön. Dankeschön, lieber Ruben, für deine Zeit. Und ich freue mich schon, wenn dann die Peruvian Coffee Week in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Dresden oder wo auch immer in Deutschland stattfindet. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank und viele Grüße. Bis bald, Ruben. Vielen Dank. Ich sage euch auch alle vielen, vielen Dank und Holger. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Chao.